Der Einfluss göttlicher Wesen in die Welt von Sekiro hat so einige merkwürdige und furchterregende Kreaturen ins Leben gerufen. Menschen sind nicht für solche Eingriffe geschaffen, und über Zeit entwickelten sich Monster, die nur noch wenig mit Menschen gemein haben. Hallo, ich bin Sarah, und heute sprechen wir über die Tausendfüßler und die Tausendfüßler Langarme. Jene Kreaturen, die dem Wasser der Verjüngung entsprangen. Tausendfüßler sind vornübergebeugte ehemalige Menschen, die nun in Rudeln in den dunklen Orten der Welt leben. Wie uns die sechste Gebetsperlenkette verrät, werden die Anführer dieser Gruppen Tausendfüßler Langarme genannt, was ihren langen, klauenähnlichen Waffen zu schulden ist. Insgesamt kann der Wolf zwei in dieser Kreaturen begegnen. Einer, der sich im Senpu-Tempel mit seinen Untergebenen aufhält, und ein weiterer, der alleine durch die Kanonenfeste schleicht. Im Senpu-Tempel finden wir Sen-Un und seine Diener. Dutzende von langen Armen warten nur darauf, sich in das Fleisch des Wolfes zu graben. Jedoch kann man sich an diese gut von oben herab heranschleichen. Die Langarme sind trotz ihres merkwürdigen Aussehens nicht zu unterschätzen und können mit ihren Krallen schnelle und fast endlose Hiebe durchführen. Ein gezielter Konter oder eine Parade kann sie jedoch aus dem Gleichgewicht bringen. Eine äußerst effiziente Taktik ist es, auf einen weiten Schlag mit beiden Klauen zu warten und einen Sprungkonter durchzuführen. Alternativ kann auch das Shinobi-Feuerwerk genutzt werden, um diese Schrecken aus dem Konzept zu bringen. Ihre verzerrten Körper sind mit Knochenauswüchsen und Bandagen bedeckt, die sie mit den Wassern der Verjüngung in Verbindung bringen. Eine schreckliche Flüssigkeit, die anscheinend Unsterblichkeit im Tausch gegen seine eigene Menschlichkeit bietet. Fleisch verrottet, der Körper mutiert und der Wille wird langsam gebrochen. Nach Jahren dieses Daseins bleibt nur noch ein Monster zurück, welches weder Schmerz noch Furcht kennt. Woher dieses Wasser stammt, ist unbekannt. Jedoch wird vermutet, dass es dem himmlischen Blut des göttlichen Drachen entsprungen sein könnte. Über diesen werden wir allerdings ein anderes Mal sprechen. Beide Langarme tragen gelbe Schießpulver bei sich, welches vermutlich aus der Kanonenfeste stammt. Es wird gesagt, dass die Tausendfüßler nicht wirklich loyal sind, sodass Sen-Un vermutlich seinem Vorgänger die Untergebenen gestohlen und diesen alleine in der Feste zurückgelassen hat. Dieser Langarm, Giraffe, ist kein Anführer mehr und kämpft für sich allein. Nun, dieser Name könnte vielleicht für einige hochgezogene Augenbrauen gesorgt haben. Warum würde man einen Tausendfüßler als eine Giraffe bezeichnen? Für dies könnte es mehrere Gründe geben. Der originale Name dieser Kreatur ist der japanische Name Jirafu, der im Großen und Ganzen genauso wenig Sinn macht. Es ist kein anerkannter Name und könnte eine tiefere Bedeutung haben. In Katakana, der japanischen Schrift, ist Jirafu ein Anagramm des Namens Shirafuji, was ihn mit dem Schlangenauge Shirafuji in Verbindung bringt. Tausendfüßler suchen immer nach einem Anführer und ändern so manches Mal ihren Namen, um diesen näher zu kommen. Es wäre also möglich, dass der ehemalige Rudelführer einst der Untergebene der Schlangenaugen war. Alternativ könnte es sich bei diesem ungewöhnlichen Namen um eine Anspielung an den Kilin handeln, eine mythische Kreatur aus der chinesischen Mythologie. Sowohl für eine echte Giraffe als auch für das göttliche Wesen wird im Japanischen das Wort Kirin benutzt. Dementsprechend könnte der Name Jirafu der japanischen Aussprache des Wortes Giraffe zu schulden sein. Diese Tausendfüßler wurden weithin mit einem Problem der Namensgebung verflucht. Ihre Jagdtaktik und ihre aggressive Natur ist eher einem Hundertfüßler als einem Tausendfüßler zuzuschreiben. Jedoch wird das englische Wort Centipede oft fälschlicherweise als Tausendfüßler übersetzt, wo eigentlich das Wort Millipede eher angebracht gewesen wäre.